Moin moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ein kleiner Werbehinweis nochmal von mir zu meinem Partner Holy Energy. Ich hoffe mal, das ist für euch in Ordnung, dass das so, ja, sagen wir mal so zweimal im Monat zum Anfang des Videos eingeblendet wird. Ich möchte das Ganze auch immer so ein bisschen in Rahmen halten und das nicht übertreiben. Dennoch möchte ich die Jungs natürlich auch supporten und schlussendlich supportet ihr mich ja auch dadurch, wenn ihr da einkauft und deswegen immer, wenn was Neues am Start ist, möchte ich da natürlich sehr gerne da auch darauf hinweisen. Und ja, jetzt zur Weihnachtszeit haben die Jungs von Holy wieder was Neues. Einmal haben sie hier die Sorte, das ist ja ein Bratapfelgeschmack, den haben sie rausgebracht zur Winterzeit und die Xmas-Edition ist auch am Start. Die gefällt mir persönlich sehr gut. Die hat Pflaume-Zimt-Geschmack und schmeckt sehr, sehr nice. Deswegen könnt ihr das wie immer sehr gerne mal ausprobieren. Mit dem Link unten in der Videobeschreibung gelangt ihr dahin. Und mit dem Code DORZA spart ihr euch sogar nochmal 10% auf euren gesamten Einkauf. Ansonsten mit DORZA 5 spart ihr euch 5 € auf eure Erstbestellung. Besonders für Leute, die das neu auschecken wollen, natürlich sehr interessant. Ja, zur Weihnachtszeit haben sie sehr viele coole Sachen hier erstellt. Da könnt ihr das euch sehr gerne mal durchprobieren, mal durchstöbern, was es hier alles so Schönes Neues gibt. Und jetzt gerade momentan auch eine Aktion zum Verschenken. Falls ihr einen Bestellwert von 120 € erreicht, erhaltet ihr noch einen 20 € Gutschein obendrauf. Das heißt, insgesamt 140 € bekommt ihr, wenn ihr 120 für 120 bestellt. Das ist ganz nice auf jeden Fall. Ansonsten gibt es hier auch davor noch viele andere kleine Gimmicks. Guckt euch das sehr, sehr gerne mal an und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute mal in den Dungeon, in den Olymp Dungeon reingehen zu Zeus. Den werden wir mal besuchen, denn ich habe mir nämlich mal die Mühe gemacht und meinen Account mal beim Dungeon Simulator eingelesen, um mal zu gucken, ey, wie stehe ich denn jetzt so prozentual eigentlich da gegen Zeus? Ist er machbar? Ist er nicht machbar? Ich weiß es nicht. Und ja, ich habe das Ganze heute mal gemacht, habe mir die Mühe mal gemacht und man siehe und staune, ich habe bei Zeus eine 0,01%ige Chance. Digga, da habe ich mir aber gedacht, yo, da muss ich jetzt aber direkt die Aufnahme starten und da gehen wir aber mal sowas von rein in den Dungeon, ja, let's go. Zeus ist nicht mehr not possible, sondern er ist jetzt mittlerweile tatsächlich machbar, er ist legbar, ja, und deswegen musste auf jeden Fall, ihr seht das da oben, einer von 10.000 versuchen, da liegt er, ja, und da werden wir direkt mal rein eskalieren in den Dungeon, ja, let's go, ja, nee, also Spaß beiseite. Ich werde hier jetzt nicht irgendwie zehntausende Pilze oder sowas jetzt tryen in den Dungeon, ne? Aber ja, kennt das ja von meinen letzten Dungeon-Videos. Ich versuche das immer live im Video festzuhalten, damit man, also ne, wenn es klappt, ne, es wäre schön. Ich versuche immer mal wieder von Zeit zu Zeit so ein paar Dungeon-Tries gegen Gegner, die einigermaßen machbar sind, ne? Weil es natürlich cooler ist, wenn man es direkt im Video live festhält, damit man direkt die Emotion im Video sieht und den Try quasi live festgehalten hat, anstatt dass ich den in meinen Free Tries irgendwann mal aus Versehen lege und dann ist natürlich der Spannungsfaktor komplett weg, weil ihr ja von vornherein seht, ey, Zeus ist ja schon down, ne? Und ich zeige euch nur noch mal den Try. Deswegen wäre es viel, viel cooler, wenn er live liegen würde. Gehe ich nicht von aus, aber von Zeit zu Zeit versuchen wir es mal immer wieder. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in den Olymp Schattenwelt Dungeon 10 von 10 Gegner Zeus und werden seine Blitze auffangen, ja, zurück katapultieren in sein Face hinein, sodass sein Körper quasi mit Narben verziert ist und die sezieren seinen Körper wie Gerichtsmediziner. Let's go. Wir gehen rein in den Dungeon, ja, bevor wir das machen. Ich glaube, genau, wir haben noch Aufstieg. 20. Türchen, Level up. Let's go. Stufe 633. Jawohl, nice. Sehr, 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 sehr schön. Ja, wir werden noch ein Level aufsteigen, bevor der legendäre Dungeon dann im Dezember jetzt nochmal launchen wird. Und somit haben wir nochmal, ja, zwei extra Level obendrauf. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was so machbar ist, ne? Wir gehen noch mal kurz ins Glücksrad, das will ich jetzt noch mal kurz noch mal vorher schnell noch mal durchhaben hier,
bevor wir hier reingehen in den Dungeon. Ne? Wie gesagt, es wäre halt cool, wenn der so live im Video liegt. Ich gehe nicht von aus, dass es passiert, aber es wäre schon sehr, sehr cool. Und mit einer 0,01%igen, da sehe ich mich auf jeden Fall drin. Ich zeige euch nochmal den besten Try, den ich bisher hatte gegen Zeus. Und da sah es nicht so aus, als ob der nur eine 0,01%ige Chance hat, ne? Laut SF-Tools, dem Dungeon Simulator. Wer das Ganze sich oder wer sich fragt, ey, wie berechnet man das Ganze, schaut da gerne mal auf meinem Kanal, ne? Wenn man da drauf ist, da ist, gibt es so eine Lupe, da kann man quasi Stichbegriffe suchen oder halt oben in YouTube dort sah. Und dann gibt ihr halt dahinter ein Dungeon Simulator und dann sollte da was kommen und dann könnt ihr auch euren Account da einlesen und eure Chancen quasi berechnen. Ne? So, gucken wir mal rein in die Schattenwelt. Also Deltopus brauchen wir eigentlich gar nicht probieren. Der ist wirklich nicht machbar. Da haben wir ja schon mal ein paar Tries rein, rein eskaliert hier. Und bei Zeus, ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht einen neuen besten Try hinkriegen. Ich muss noch mal kurz gucken, bei auf wie viel der jetzt war. Auf 2,2 Milliarden Leben. So, und da war eigentlich noch einiges an Potenzial offen. Ja, weil ich noch nicht ganz alle meine Treffer gekrittet habe. Marquardt, glaube ich, bei den Try auch nicht. Und Kunigunde, da war auch noch ein bisschen Potenzial, ne? Und deswegen ist er. Oh, 2,2! Nochmal ein bester Try hier tatsächlich. Den speichern wir uns mal direkt ab. Ihr seht es. Also, ne? Es ist nicht unmöglich. 0,01%. 2,20. Okay, und was war das hier? 2,24. Ey, neuer bester Try. Let's go. Ich gucke mal ganz kurz, was ich hier rausgescheppert habe an Schaden. Das würde mich schon mal interessieren. Da war zum Beispiel kein Crit-Treffer dabei. Das heißt, hier sehen wir auch ein bisschen Potenzial. Okay, 2 mal 1,2 Milliarden. Nochmal ein Crit-Treffer versaut. 1,5. Also man sieht, da ist definitiv das Potenzial zum Töten. So, und deswegen, ja, mal schauen. Also ich muss tatsächlich so sagen, gefühlstechnisch ist der nicht bei 0,01, sondern ein bisschen höher. Ne? Aber vielleicht haben wir auch wirklich schon das Maximale hier gesehen. Aber ihr habt ja gesehen, ne? Also da waren zwei Nicht-Crit-Treffer von mir dabei. Also eigentlich theoretisch ist da noch mehr möglich. Ne? Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass ich hier schnellstmöglich durch die Dungeons kommen möchte. Ich bin eigentlich froh, dass ich noch ein paar Dungeons vor mir habe, an denen ich noch lange hänge, damit ich halt noch ein bisschen was habe. Jetzt gerade mit dem neuen Dungeon, da habe ich ja wirklich noch jahrelang mit zu tun, bis ich da die Gegner ja, dezimieren kann, bevor ich da überhaupt erstmal am ersten Gegner vorbeikomme. Hoffe ich, wird im nächsten Jahr irgendwann was. Ne, von der Warte aus her lohnt sich das natürlich nicht, hier großartig reinzupilzen. Für meinen Account, ich habe alles zum Maximum gebracht. Stufe 632 war das Level gewesen, wo man alles goldtechnisch erreicht hat. Ab der Stufe steigt nirgendwo mehr das Gold, das Goldeinkommen ein. Weder in der Mine, noch bei den Quests, noch bei irgendwie aus dem, noch aus so kleinen Dingen wie zum Beispiel von den Sanduhren im Kalender, ne, die steigen tatsächlich auch mit dem Level an. Wer mal darauf geachtet hat, das Maximale sind ja auch 20 Millionen, die bekomme ich jetzt, wenn man die verkauft. 10 Stück bringt 20 Millionen Gold tatsächlich, ja. Und sollte bei euch eventuell auch weniger sein, oder sei es halt der Hütchenspieler, wo jetzt halt eben auch goldtechnisch das Cap erreicht ist, geht auch nicht mehr höher hier, ne? Und deswegen, ja, ist das Leveln ab der Stufe, ab Stufe 632, eigentlich komplett egal, ne? Ob du jetzt Stufe 632 bist oder Stufe 700. Du bekommst nicht mehr Geld dadurch. Es steigt natürlich lediglich nur das Equipment an. Und halt eben die Edelsteine, aber ansonsten großartig, wenn ich jetzt nichts vergessen haben sollte, steigt nicht irgendwo noch mehr das Gold an. Das war's, ne? Das war's. Und deswegen, wie gesagt, lohnt es sich ja aus mehreren Aspekten halt einfach nicht, hier Zeus zu besiegen. Es geht einzig und alleine nur darum,
das dann halt eben live im Video eventuell zu schaffen. Und das wäre halt cool, wenn wir das hinkriegen würden. Ein paar Pilze stelle ich dafür immer bereit, dass wir hier ein paar Tries mal machen. So live im Video privat würde ich das definitiv nicht machen. Also off-cam, auf keinen Fall würde ich hier die Pilze reinstecken. Niemals, wirklich nur, dass man das halt so wirklich festhalten kann, ne? Und ja, ich hatte schon so viele Gegner gehabt, die ich immer gefreetried habe, ne? Also jede Stunde einen Angriff reingesteckt und die wollte ich live im Video auch festhalten, ne? Weil ist ja immer cooler. So, und dann sind die aber halt, wie gesagt, irgendwann privat off-cam im Freetry halt gefallen und danach, ja, habe ich dann das Video dementsprechend dazu gemacht, dass der halt, dass mein neuester, schwerster Gegner endlich down ist. Ne? Und dann ja, zeigt man das halt im Video, geht man auf die Post, zeigt man seinen gespeicherten Kampf und man ist quasi von vorhinein schon gespoilert, dass man halt eben gewonnen hat. Ne? Wenn ich es jetzt so ins Video packe und den Titel so umschreibe, dass man nicht genau weiß, ob ich ihn jetzt nun besiege oder nicht, so, ne, keine Ahnung, was ich da denn reinschreibe, Feld Zeus oder Fragezeichen oder so, ne, dann ist der Spannungsfaktor, finde ich persönlich, immer noch da. Und ja, man kann sich halt überraschen lassen, ob er halt gefallen ist oder nicht. Ne? So spoilert man halt eben nicht. Und ja, aber was soll man machen? Ne? Wenn er im Free Trial fällt, dann kann man es auch gleich so in dem Videotitel schreiben, weil dann gibt es eh nichts mehr großartig zu spoilern. So, wir entern mal ein bisschen schneller durch. Ja? Die guten Tries sehe ich hier tatsächlich nicht mehr so wirklich. Ist alles relativ auf gleicher Stufe, so bei der Hälfte Leben so ungefähr. Diese 2 Milliarden Tries, die wir hatten, oder darunter, sehe ich jetzt hier tatsächlich wirklich fast gar nicht mehr. Aber das waren halt auch wirklich Tries, muss ich sagen, die wirklich wahrscheinlich schon fast das Maximale erreicht haben. Da muss halt wirklich zu 100% alles passen. Oder sagen wir mal, zu 99,99% muss es passen, damit die 0,01%ige Gewinnchance erfüllt wird. So muss es eigentlich laufen, ne? Ja, dass wir hier den Zeus heute besiegen. Oder halt auch eben nicht, ne? Man weiß es nicht. Ja, und dazu gehören halt auch eben zum Beispiel die Crit-Treffer müssen halt eben passen von, ja, von allen Begleitern, von Bertram, von Marquardt, von der Kunigunde und von mir. Und am Ende, bei meinem besten Try, haben wir ja bereits gesehen, dass eventuell ja auch die Begleiter gute Vorarbeit geleistet haben. Aber bei mir, ich habe dann halt 2 Crit-Treffer nicht getroffen. Obwohl, man hat gesehen, eigentlich die Begleiter nur bis hier so. Ne? Ich weiß nicht, wie es üblich ist. Den Rest habe ich alleine gemacht. Aber 2 Crit-Treffer habe ich halt trotzdem nicht getroffen. Da waren 2 normale Hits hier dabei gewesen. Und deswegen frage ich mich, Alter, so schwer kann er doch eigentlich gar nicht sein, ne? Hier gucken wir mal beim Marquardt, auch kein Crit-Treffer. 2-mal kein Crit-Treffer, ja. Also 3-mal kein Crit-Treffer. 4-mal kein Crit-Treffer. Alter. Also 4-mal beim Marquardt, 2-mal bei mir, 6-mal potenzielle Crit-Treffer verpasst. Digga, der wäre da schon gelegen an der Stelle, aber sowas von easy. Es hätten nur 1 bis 2 Crit-Treffer, na gut, sagen wir mal 2 Crit-Treffer hätten mehr sein müssen, dann wäre Zeus hier down gewesen heute Abend. Ne? Also jetzt gerade, wo ich das Video hier aufnehme, beziehungsweise in der Nacht. Aber ja, das wäre es dann schon gewesen, Mann. Deswegen, schade, wundert es mich halt, dass es halt wirklich, dass sie sich wirklich so schwer tun hier, ne? Weil aus den einen Try entnehme ich halt 6-mal kein Crit gelandet, ja, das ist doch dann easy, ne? Aber so easy scheint es dann doch nicht zu sein, tatsächlich. Es muss halt alles passen, ne? Und ja, wie gesagt, mich jagt keiner, ich bin nicht auf die XP großartig angewiesen, ich mache hier keine Level-Rekorde oder sowas, oder ja, dass ich mir den noch irgendwie aufspare. Einzig und allein ist halt schön, dass man halt noch ein paar Gegner zur Verfügung hat. Wenn der jetzt eines Tages mal nicht mehr liegen sollte, wenn der mal eines Tages gelegen ist, ja, dann beiße ich mir an denen die Zähne aus und da brauche ich gar nicht versuchen, so, ne? Das ist mein neuer Zeus quasi, der momentan laut Dungeon Simulator not possible ist. Zumindest Zeus ist jetzt halt eben jemand, der machbar ist, ne?
Ja, aber auch der tut sich tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich mache noch mal kurz hier den Turbo-Modus. Ja, den Turbolader laden wir mal auf hier. Ich will eigentlich immer nicht so schnell machen, denn wenn ich so schnell durchenter, dann überspringe ich quasi immer die Kämpfe so schnell. Und falls ich einen neuen besten Try habe, dann kann ich den dementsprechend halt auch nicht speichern, weil ich halt schon einen neuen Versuch gestartet habe. So, ne? Und das ist halt immer sehr schade. Ich speichere mir immer die besten Tries, weil ich mir die im Nachhinein nochmal mal anschauen möchte. Aber wenn man so schnell durchentert, geht das natürlich nicht. Gehen wir nochmal alles zum Ende. Ah, aber ich glaube, nee, der will halt einfach nicht, ne? Ja, nee. Der will nicht. Der will nicht. Ich glaube, heute ist noch nicht der Tag. Wir haben jetzt hier schon wirklich ein paar Pilze investiert. So viele wollte ich hier eigentlich schon wieder gar nicht reinstecken, ja. Jetzt bin ich hier schon wieder kurz vor der Privatinsolvenz hier. Ja, muss ich wieder Peter Zwegert beauftragen, dass er mit seinem Clipchart kommt und mir hier einen Finanzplan entwickelt, wie er mich aus meiner ja, Misere hier rausguidet. Ah. Nein, 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 nein. Okay, gut. Ich glaube, ich beiße mir hier nur die Zähne aus. Ja, sehr schade, ne? Aber wirklich, Leute, an solchen Tries wie an dem Try hier, da sieht man halt wirklich, guck noch mal, was Bertram und Kunigunde gemacht hat. An solchen Tries sieht man halt wirklich, ja, eigentlich ist da so viel Potenzial noch. Ich frage mich, warum der noch nicht längst gelegen hat, so, ne? Guck mal, Kunigunde hat ja auch einen Crit-Treffer gemisst, so. Also sind viele Crit-Treffer, die nicht gefallen sind. Ja, von daher ist es eigentlich machbar. So, ich weiß nicht, was der Maximalschaden hier gegen Zeus ist mit meiner Waffe, die ich momentan habe. 1,5 Milliarden haben wir hier gesehen. Ich weiß nicht, was bei dem Try war. Oh, guck mal. Aber hier haben die Begleiter richtig, richtig viel gemacht. Da haben die Begleiter richtig geregelt. Da hatte ich halt eben reingeschissen. Also begleitertechnisch, also die beiden Kämpfe, also hier die Begleiter und hier ich, wäre schon der Win. So, guck mal, hier Begleiter kurz bis zur Hälfte. Und hier Begleiter. Ja, nicht ganz. Also, ich sag mal, vielleicht so zwei, ich weiß nicht ganz, 2, 3 Milliarden Leben haben vielleicht hier schon den Unterschied. Hätten jetzt auch schon den Unterschied gemacht hier, ne? Tatsächlich. Und ein bisschen habe ich ja auch reingeschissen. Na gut, Leute. Soll's heute erstmal soweit noch nicht sein. Wir haben gut reingetried hier. Huch, oh Gott, hier wollte ich gar nicht. Hier wollte ich gar nicht hin. Aber vielleicht nur mal so zum Vergleich, wie hier so die Tries aussehen. Vielleicht interessiert das auch einige Leute. Mein bester Try gegen ihn war, glaube ich, so, ja, auch bis zur Hälfte. Ich glaube, ein bisschen drüber. Ne? Ich glaube, da war eben einer dabei, der ein bisschen über die Hälfte dabei gewesen ist. Aber der ist auch noch jenseits von Gut und Böse. Also der ist noch überhaupt nicht machbar. Also da ist auch kein Potenzial, dass er mal auf ein Viertel Leben oder so runtergeht. Da ist hier bei der Hälfte ist hier wirklich Schluss. Ja, aber trotzdem cool, dass wir überhaupt schon so weit kommen. Ne? Das ist ja auch immer schon mal, ja, ein bisschen über die Hälfte knacken wir. Aber mehr ist momentan eben noch nicht drinne. Ja, vielleicht mit einer neuen Waffe zum Legendary Dungeon. Mal schauen. Ich meine, jetzt ist es ja auch schon so bald so weit, dass wir 650 sind. Jetzt hatte ich schon überlegt, ich wollte ja eigentlich auf 625 eine neue Waffe und dann auf 650 komplett neu equippen. Ne? Und halt die Waffe in 25er Schritten vielleicht so. Aber jetzt sind wir halt schon bei 633 und habe immer noch keine neue Waffe aufgrund der ganzen neuen Dungeons. Jetzt bin ich am Überlegen halt, ne? Soll ich halt warten bis 6,50 oder soll ich jetzt in den Legendary Winter Dungeon mir eine neue Waffe holen? Also komplett neu equippen werde ich mich diesen Dungeon noch nicht. Das lohnt sich noch nicht, das will ich nicht machen. Aber ne, auf eine neue Waffe würde ich halt schon Wert legen. Ne, wir lassen uns mal überraschen, wie es läuft. Guti, das war's soweit. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr auf jeden Fall über einen Kommentar oder eine positive Bewertung auf das Video hier freuen. Däumchen wären Träumchen, ne? Ihr kennt das ganze Prozedere. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.